Leute, wir sind zurück bei Persona 5 Royal. Im letzten Part haben wir hier vor Yusuke aufgehört. Wir wollten mit Yusuke weitermachen, wir haben weiter Freunde gelevelt und auch in den nächsten 2 oder 3 Parts werden wir das hier nicht hinbekommen. Das werde ich euch versprechen. Wir haben noch 15 Tage. Mal gucken, wie weit wir das schaffen. Wir werden jetzt mit Yusuke weitermachen und beeilen wir uns, damit wir schnell was hinter uns kriegen. Let's go. Jetzt müssen wir abwarten, wie nervenaufreibend. Ich bin übrigens hier, um Leute zu beobachten und mich zu inspirieren. Brauchst du etwas? Ich wollte dich sehen. Ha, da musst du Zeit im Überfluss haben. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Krise so lange andauert. Ich muss extreme Maßnahmen anwenden. Bitte, Train, ich brauche wieder deine Hilfe. Gehst du mir zur Hand? Ich kann Yusuke näher kommen, dank der Herrscher-Persona Eligor. Meine Bindung zu Yusuke wird bald stärker werden, aber... Also, was sagst du? Willst du Zeit mit Yusuke verbringen? Joa. Ich schulde dir was. Anscheinend hat mir die Antwort die ganze Zeit über ins Gesicht gestarrt. Bald wirst du sehen. Folge mir. Hm, hier hat sich wirklich rein gar nichts verändert. Ich werde ganz nostalgisch. Stimmt, ich war nicht mehr hier, seit ich weggezogen bin. Trotz meiner Bemühungen, das Wesen des Herzens darzustellen, verstehe ich es selbst noch kein bisschen. Ein solch lästiges Hindernis hatte ich nie zu überwinden, als ich noch hier lebte. Wie du weißt, habe ich den Großteil meines jungen Lebens in diesem Haus verbracht. Deswegen sind wir jetzt hier. Ich will mich in seinen schiefen Mauern neu begutachten. Hier kann ich vielleicht meine alte Leidenschaft für die Kunst wieder entfachen. Die neugierige Leidenschaft des Strebens nach Schönheit, ehe ich von Madaramas Schändlichkeit ahnte. Hm, sie geht nicht auf. Nein, ich habe ganz sicher nicht abgeschlossen. Was? Die Tür klemmt? Hm, war ja auch eine recht alte Tür. Die hat schon angefangen zu rosten, als ich noch hier Schüler war. Jetzt ist sie wohl völlig kaputt. Wir sollten sie reparieren lassen. Ja. Gute Idee, aber leider gehört das Haus nicht mir. Ich kann keinen Schlüsseldienst rufen. Ich wünschte, ich könnte sie selbst reparieren. Aber der Mechanismus ist mir zu komplex. Meine Hand ist nicht ruhig genug, um ihn zu reparieren. Ich glaube, mit meinem aktuellen Können kann ich die Tür reparieren. Train, du kannst das reparieren? Du erstaunst mich immer wieder, aufs Neue. Nico. Gehen wir hinein. Soko. Die Polizei hat alles beschlagnahmt. Ich habe vor kurzem noch hier gewohnt, aber es fühlt sich an, als wäre es ewig her. Aber ich habe mich an etwas erinnert. Wenn ich böse war, musste ich ruhig in dieser Ecke sitzen. Ach, und hier war ein Bücherregal voller Bücher. Hauptsächlich waren es Kunstbücher, aber es waren noch ein paar Mangas darunter. Manchmal habe ich mich irgendwo versteckt und sie gelesen, um Pause von der Kunst zu haben. Hier haben wir uns auch zum Essen versammelt, als das Atelier noch viele Schüler hatte. Sensei ist gerne salzig, daher... Sensei, was rede ich da? Warum sehe ich ihn immer noch als Mentor? Wie lange lasse ich ihn noch mein Leben kontrollieren? Geht es dir gut? Ja, Verzeihung. In diesem Zimmer habe ich früher gemalt, und zwar einfach aus Freude am Malen. Was ich mir auch als Thema erwählte, meine Hände fingen seine Essenz von alleine ein. Aber damals sah ich nur die oberflächliche Schönheit der Welt, nicht den Schmutz darunter. Aber nachdem ich von Madaramas wahrem Wesen erfuhr, veränderte sich alles. Ich wollte mich gegen die neue Hässlichkeit wehren, die ich sah, allen Kritikern mein Talent zeigen. Ich musste tun, was auch immer nötig war, um meine künstlerischen Fähigkeiten zu beweisen. Während dieser Suche nach Sinn übernahm die Dunkelheit die Kontrolle über mich. Letztlich begann ich, das zu emulieren, was ich in Madarame so verachtet hatte. Der Boss hat mir etwas sehr Interessantes erzählt, als ich im Leblanc übernachtet habe. Er hat gesagt, er glaube nicht, dass Madarame mich nur wegen meines Könnens aufgenommen habe. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, konnte man gar nicht wissen, ob ich Talent habe oder nicht. Train, was glaubst du, warum Madarame mich aufgenommen hat? Ich habe keine Ahnung. Super. Ein gutes Argument, das weiß vielleicht nur Madarame selbst.
Wobei, womöglich weiß nicht einmal er es selbst ist. Obwohl ich sein hässliches Wesen nun kenne, glaubt ein Teil von mir immer noch an meinen Ex-Mentor. Ich kann die krasse Dualität, mit der ich konfrontiert werde, einfach nicht akzeptieren. Das bescheidene Haus und der widerwärtige Palast, der gütige Lehrer und der gemeine Betrüger. Selbst mein eigenes Herz ist mir unerklärlich. Wie soll ich je reine Schönheit finden? Hallo? Ist da jemand? Ich komme hinein. Was ist so? Ist das die Polizei? Ha, ich habe mich gefragt, wer wohl in diesem Haus sein könnte. Sie sind der Mann von der Ausstellung. Der bin ich. Danke für unser Gespräch damals. Aber was machst du hier? Ich habe auf dem Heimweg von der Arbeit gesehen, dass die Tür offen ist. Steckst du etwa immer noch in deiner Schaffenskrise? Woher weißt du das? Ich weiß sehr viel über dich, Yusuke-kun. Du hast dir einen Namen gemacht, als du deine Werke nach dem Vorbild von Sayuri gestaltet hast. Das Gemälde bei der Ausstellung war aber anders. Experimentierst du mit neuen Stilen? Wenn du möchtest, kann ich dich beraten. Materialien, Themen und so weiter. Mir scheint, du könntest gerade etwas Hilfe gebrauchen. Der Großteil deiner Werke ist entstanden, als du hier gewohnt hast, korrekt? Vermutlich bremst dich gerade die Tatsache, dass du keinen Mesen hast. Hier meine Karte. Ich investiere in vielversprechende junge Künstler wie dich, Yusuke-kun. Direktor der japanischen Stiftung zur Unterstützung der Kunst, Akio Kawanabe? Aber warum haben sie mich gewählt? Sie haben mich bei der Ausstellung scharf kritisiert. Weil ich glaube, dass du Talent hast. Meine Stiftung kann dir eine Umgebung bieten, in der du dich auf die Kunst konzentrieren kannst. Solltest du Interesse an einem solchen Leben haben, können wir uns einmal darüber unterhalten. Heute habe ich noch einiges zu tun, aber ich hoffe, bald von dir zu hören. Die japanische Stiftung zur Unterstützung der Kunst. Vielleicht ist das endlich meine große Chance. Und alles nur, weil du diese Tür für mich geöffnet hast. Du bist wohl einfach von Natur aus ein Glückspilz. Ich danke dir, Chef. Meine Bindung zu Yusuke vertieft sich. Herr Brudi, wir haben gar nichts gemacht. Wir sind in ein Haus eingebrochen, ja toll. Ich muss jetzt gehen. Ich möchte noch ein wenig darüber nachdenken. Leb wohl. Die sagen immer leb wohl, warum nicht auf Wiedersehen? Als ob wir uns niemals wiedersehen werden. Es tut mir leid, Train. Ich habe heute meine Fassung verloren. Die Gefühle, die mich in dem Haus überkommen haben, begleiten mich bis heute. Ich glaube echt, dass es gut ist, dass ich das alles realisieren konnte. Übrigens, dieser Gentleman, Kawanabe, oder? Was ist dein Eindruck von ihm? Er hatte eine gewisse Würde. Ich hatte keine Ahnung, dass er der Direktor der Kunststiftung ist, aber er hatte so eine Ausstrahlung. Er konnte sofort sagen, was mein Schwachpunkt ist. Er ist gewiss kein gewöhnlicher Mensch. Da ich weder ein Zuhause noch einen Förderer habe, kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Außerdem könnte ich einen Weg aus meiner Krise finden, wenn ich mich aufs Zeichnen konzentrieren kann. Ich muss ernsthaft darüber nachdenken. Ich werde dich bestimmt bald wieder um deinen Rat bitten. Mach das! Mach das. Die keine Ahnung von Kunst haben, wir kriegen das schon irgendwie hin. Noch eine Hitzewelle. Haben wir keine Pause verdient? Na, anscheinend nicht, Bruder. Tut mir ja leid, aber... So, wer möchte was von mir? Iwai, Lust auf Billard? Nein, nein. Also, wir haben wieder zwei Auswahlmöglichkeiten. Wir können... Iwai machen. Und Iwai können wir sogar weitermachen. Und Hifumi. Wir gucken mal, bei wem wir weiter sind. Warte mal. Okay. Bei wem sind wir weiter? Beim Waffenhändler sind wir schon bei 6 und bei Hifumi erst bei 3. Dann würde ich sagen, wir machen Iwai weiter. Alleine schon aus dem Grund, weil wir weiter mit ihm sind. So, dann wollen wir mal. So, auf geht's zu Iwai. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges reden. Ich will nichts Schriftliches haben. Kannst du heute vorbeikommen? Ich will vor dem Job persönlich mit dir reden. Ich kann Iwai näher kommen, dank der gehängten Persona Autrus. Meine Bindung zu Iwai wird bald stärker werden.
Also, was ist der Plan? Gehst du heute mit Ivai reden? Ja. Okay, komm, ins Hinterzimmer, im Laden. Pass auf, Kleiner. Ich habe Tsudas Schwachstelle gefunden. Während du mit Kaoru im Diner warst, habe ich mich mit einer zuverlässigen Quelle getroffen. Ich hatte recht. Es war Tsuda, der den Deal mit der Hongkong-Mafia gemacht hat. Anscheinend hat er ihnen ein riesiges Arsenal an Waffen abgekauft. Aber da wird's interessant. Wenn er den ganzen Scheiß hat, wieso bestellt er dann bei mir modifizierte Waffen? Ich meine, kommt dir das nicht irgendwie komisch vor? Absolut. Oder? Der Mistkerl will nur seine Macht über mich auskosten, aber jetzt kriegt er einen Scheiß. Was ich eigentlich sagen will, ich glaube, die Typen aus Hongkong haben ihn verarscht. Wahrscheinlich haben sie nur sein Geld genommen und ihm einfach keine Waffen geliefert. Aber Masa hat mir etwas echt Komisches gesagt, als du mit Kaoru in dem Diner warst. Jedenfalls tut der Clan, als wäre der Deal mit Hongkong ein irrer geschäftlicher Erfolg. Das heißt, dass Tsuda sie die ganze Zeit anlügt. Und jetzt will er mich ausnutzen, um seinen Fehler zu vertuschen. Er ist clever. Ja, es wussten schon immer alle, dass er ein hinterhältiger Mistkerl ist. Ist aber egal, wenn ich dem Clan sage, was läuft, ändert sich sowieso alles. Dann kann Tsuda mich nicht mehr einschüchtern. Und ich sorge dafür, dass Kaoru nicht abgestempelt wird, wie ich es wurde. Er wird ein ganz normaler, respektabler Erwachsener, wovon ich nicht mal hätte träumen können. Aber zuerst muss ich mit Tsuda selbst reden. Ich muss den Kodex der Yakuza befolgen. Hey, ich muss dich um was bitten, wenn mir was passiert. Kümmere dich um Kaoru, okay? Okay? Gehst du allein? Wahrscheinlich. Ohne Zeugen könnte er mich problemlos kalt machen, aber ich will die Sache endlich beenden. Und begleiten würde mich nie... Moment mal, ich habe ja dich. Soda. Ich will, dass du mitkommst, wenn ich mit Tsuda rede. Er wird es nicht wagen, ein Kind anzurühren. Das bringt ihm zu viele Komplikationen. Wenn du als mein Zeuge mitkommst, ist die Sache viel sicherer. Also gut, dann ist das geklärt. Oh, und ich überlege mir eine Belohnung als Dankeschön für die Infos und weil du mein Zeuge warst. Wie wär's, wenn ich mir noch mehr Mühe mit der Sonderkarte gebe? Das wäre doch gut, oder? Meine Bindung zu Ivai vertieft sich weiter. Oh yeah, noch mehr Sonderkartenvorteile. Nice, die wir nie nutzen werden, aber egal, was soll's. Expertenanpassung. Okay. Yes. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Wir machen das, Kleiner. Jana. Danke für heute. Nice. Zu der Zeugenaussage vorhin. Es ist zu spät, um jetzt kalte Füße zu kriegen, verstanden? Aber natürlich passe ich auf dich auf. Wenn es darauf ankommt, übernehme ich persönlich die Verantwortung für deinen Schutz. Aber wenn man bedenkt, mit wem wir es hier zu tun haben, wir können es uns nicht leisten, ein Risiko einzugehen. Auf geht's! Hä, du hast echt Mumm. Aber Mut allein reicht in dieser Welt nicht aus. Nichts ist so simpel. Hör zu, ich weiß, dass ich keinen Minderjährigen in diesen Mist hineinziehen sollte, aber du bist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann. Wenn alles bereit ist, rufe ich dich an. Bis später. Gruselig. Jetzt machen wir schon bei einem dubiosen Yakuza-Mafia-Deal mit, Alter. Haben die Phantomdiebe sich schon irgendwie geäußert? Angeblich haben sie schmutzige Tricks verwendet. Die sind erledigt, wenn du mich fragst. Noch ein Leak? Was machen die denn? Waren das die Phantomdiebe? Diesmal war es aber ziemlich langweilig. Aiko hat sich bei mir gemeldet. Sie will mit mir reden. Ich habe ihr bis jetzt noch nicht wirklich geantwortet. Aber mehr Informationen will sie erst bei einem persönlichen Gespräch verraten. Wäre es für dich okay, wenn wir uns gemeinsam mit ihr treffen könnten? Ich esse gerade. Ich antworte später. Oh, du bist fertig mit dem Essen. Ich mache dir eine schöne Tasse Kaffee zum Runterspülen. Und vergiss nicht, deinen Teller abzuwaschen. Machen wir lieber erst sauber. Du kannst auch nachher noch auf die Nachricht antworten. Heute ist dein freier Tag, also hast du mehr als genug Zeit, um zu antworten. Was für freier Tag, ist nur Sonntag, Alter. Das erinnert mich daran, ja, das Homeshopping-Programm läuft. Da gehen wir zuerst reingucken. Hallo allerseits, es ist wieder Zeit zum Shoppen. Heute haben wir Folgendes im Angebot. Wir
Hier haben wir das Phantom-Diebe-Set. Ich werde zum Phantom-Diebe und stehle ein paar Herzen. 5 Dietriche, 3-mal der Verschwindeball und 3 Nebelwände. Alles in einem Set. Aber halt, es gibt noch mehr. Als nächstes kommt das heroische Set. Damit wird jeder zum Held. 4-mal Vakuumschneider, 4 Psyrad und 4 Nuclear Cracker in einem Set. Was für ein Angebot. Wow, die sind beide so toll, dass ich mich nicht entscheiden kann. Das ist ein limitierter Gegenstand, der nur heute erhältlich ist. Und trotzdem ist der Preis so unfassbar günstig. So ein Deal sieht man nicht alle Tage. Oh, unsere Telefone klingeln. Schon wie verrückt. Nur noch wenig Exemplare übrig. Das ist deine letzte Chance zu kaufen, kaufen, kaufen. Mama. Die Telefone klingeln wohl ständig. Sobald wir das eine kaufen, ist das andere bestimmt ausverkauft. Ja, das brauchen wir tatsächlich nicht. Wir nehmen das Heldenset. Oh, gerade hat ein weiterer Käufer angerufen. Vielen Dank. Oh, beide ausverkauft. Der letzte Kunde war ja ein regelrechter Glückspilz. Wir werden die Bestellung so schnell wie möglich abwickeln. Und nun auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal mit einem weiteren fantastischen Produkt. Bis bald. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie ankommt. So, gut. Wer möchte was mit uns machen? Yusuke könnten wir. Makoto hat uns angeschrieben. Die ist voll. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt mal... Nee, wir haben noch genug Tage Zeit. Wir machen Makoto, weil wir mit Makoto so oder so weiter sind als mit Yusuke. Ich glaube, wir sind bei Makoto schon hier. Ja. Sehr gut, dann los. Meine Bindung zu Makoto wird bald stärker werden. Also, wie sieht's aus? Willst du Zeit mit Makoto verbringen? Ja. Scheiße, jetzt habe ich was verkackt. Ich habe keine Hohepriester-Persona mit. Danke, es ist wirklich beruhigend, dich bei mir zu haben, Train. Eiko und ich treffen uns bei Big Bang Burger. Ich gehe schon mal vor, wir sehen uns da. Ich habe es verkackt, Alter. Oh nein. Also, worüber wolltest du reden? Also, ich wollte fragen, ob du mir Geld leihen könntest. Was? Es ist nichts Schlimmes, aber ich brauche es sofort. Ich zahle es dir auch zurück, versprochen. Hat das mit Tsukasa zu tun? Ja, er hat eine teure Sakeflasche fallen lassen und muss dafür zahlen, aber er braucht Hilfe. Er belügt dich, Aiko. Gib ihm kein Geld. Er lügt nicht. Ich weiß, du rümpfst die Nase, weil er ein Host ist, aber mein Tsukasa ist nicht wie andere. Er ist ganz sanft und ehrlich. Er nennt mich sogar Prinzessin. Das sagt er zu mir, weil ich was Besonderes bin. Er nennt dich also seine Prinzessin. Was meinst du, Train? Das sagt er bei all seinen Mädchen. Das denke ich auch. Jedes Mädchen, das ihm Geld gibt, ist seine Prinzessin. Dann muss er sich nicht an Namen erinnern. Hör auf mit solchen Anschuldigungen. Du hast keine Beweise. Da hast du nicht Unrecht. Aber hast du jemanden in seinem Club nach der kaputten Flasche gefragt? Also, nein. Er hat gesagt, dass ich nicht darüber reden soll. Er will nicht, dass ich seinem Chef was vorheule. Bitte, Makoto, du bist die einzige Person, der ich vertrauen kann. Meine anderen Freunde reden nur über Nachhilfe und Aufnahmeprüfung, statt mir zu helfen. Und wer weiß, was meine Eltern sagen würden. Bitte, nur ein bisschen. Ich finde, du solltest mit ihm Schluss machen. Wenn du es jetzt nicht beendest, versucht er noch, dich in seine Aktivitäten reinzuziehen. Ach, er hat mir schon einen Job besorgt. Es ist aber nichts Ungewöhnliches. Ich serviere nur Drinks, damit er die Flasche abbezahlen kann. Er meint, bald bin ich Nummer 1. Vielleicht mache ich den Job nach der Schule weiter. Ich will ja eh nicht zur Uni gehen. Aiko, du kannst dich einfach machen, was er sagt. Er versucht, dich zu täuschen. Jemand, der so klug ist wie du, versteht das nicht. Du gehst an eine gute Uni, arbeitest dann in einer tollen Firma und dann? Ist dein Leben nur total langweilig? Willst du so ein Leben wirklich? Ich weiß es noch nicht. Du solltest dich jedenfalls von ihm fernhalten. Du wirst mir also nicht helfen. Ah, dann vergiss es einfach. Ich mache schon genug Geld, wenn ich auch noch mit Kunden ausgehe. Heiko, warte. Ich wollte es dir nicht sagen, aber Tsukasa hat mir ständig Nachrichten geschickt. Vor kurzem fragte er, ob wir alleine wohnen und meinte, dass er uns gern helfen würde. Heute fragte er sogar, ob ich mit meinem Freund glücklich bin. Er meint es nicht ernst mit dir, Heiko. Hör auf mit dem Mist. Tsukasa ist nur so nett, dass ihm meine Freunde auch wichtig sind.
Warte, ihr habt euch hinter meinem Rücken Nachrichten geschickt? Was zur Hölle, Makoto? Also es war eher er, der mir geschrieben hat. Ah, du hast gute Noten, bist hübsch, hast einen coolen Freund und das reicht trotzdem nicht. Ich habe nichts außer Tsukasa. Du kannst sie mir nicht wegnehmen. Das habe ich nicht vor. Ja, ist klar. Halt dich einfach von ihm fern. Wenn du ihn mir ausspannst, würde ich es dir nie verzeihen, Makoto. Tsukasa ist alles, was sie hat. Sie ist genau die Art von Mädchen, die diese Banden in Shinjuku suchen. Einsame, deprimierte Mädchen, die nirgendwo ihren Frust ablassen können. Aikos Familie ist nicht arm, aber ihre Eltern scheinen sich auf ihren jüngeren, hochtalentierten Bruder zu konzentrieren. Darum ist sie sicher auf Tsukasa reingefallen. Er gibt ihr das Gefühl, was Besonderes zu sein. Aber es ist nicht normal für einen Freund, eine Oberschülerin um Geld zu bitten. Das muss ihr klar werden. Du wirst mir doch helfen, oder? Absolut. Arigato. Danke, es tut gut, das zu hören. Aiko hat das Glück, sowohl Geld als auch eine Familie zu haben, aber sie rebelliert trotzdem. Sie ist fast genau das Gegenteil von mir. Aber wenn ich ihr so zusehe, ist es fast, als ob ich mein jüngeres Ich beobachte. Ich war so von meinen Überzeugungen geblendet, dass ich keine andere Perspektive sehen wollte. Aber so sollte man nicht leben. Das will ich ihr zeigen, genauso wie du es mir gezeigt hast. Ich spüre eine tiefe Vertrauensbindung bei Makoto. Wir haben Glück gehabt, dass wir noch weiter leveln können. Ich werde trotzdem in der Affinitätsprüfung nachher vielleicht Makoto machen. Müssen wir mal gucken. Yoshi. Ich weiß, sie will, dass ich mich raushalte, aber ich würde mir nie verzeihen, wenn ich das zulasse. Wie lebt man richtig? Jedenfalls kriegen wir diesen schrecklichen Host. Ich gebe Bescheid, wenn ich weiß, wie. Danke noch einmal für heute. Bis bald. Makoto kriegen wir auf jeden Fall voll bei Yusuke, ist das fraglich. Atine. Noch eine Hitzewelle, haben wir keine Pause verdient? Iwai würde jetzt gerne eine Frage machen, aber wir werden zu dem anderen Kerl gehen, Yoshida, weil er ist halt nur sonntags da. Ich will einmal ins Rotlichtviertel. So, erstmal lassen wir das Schicksal deuten, damit wir die Affinität, die wir bei Makoto verloren haben, nochmal rausholen können. So, damit hätten wir das. Jetzt frage ich mich aber, warum wir Mishima nicht weitermachen können. Mishima ist auch fast voll. Es ist verdammt heiß. Selbst die Fans hoffen, dass ihr etwas gegen die Hitze tut. Dabei seid ihr die Phantomdiebe, keine Klimaspezialisten. Ah, wir müssen jetzt ins Mementos. Gut, dann bis wir ihn weitermachen können. Gut, dann gehen wir zu Yoshida. Haben wir eine Sonne-Persona dabei? Ja, haben wir. Susaku, dann können wir direkt hingehen. Yoshida dürfte fast voll sein. Ja, der ist fast voll. Sehr schön. Heute ist der große Tag. Ich muss dir sicher nicht erklären, wie wichtig das ist, aber ich habe eine Bitte an dich, nachdem du mir die ganze Zeit die Treue gehalten hast. Wie sieht dein Terminplan für heute aus? Ich kann Yoshida näher kommen, dank der Sonne-Persona Susaku. Meine Bindung zu Yoshida wird bald stärker werden. Und willst du mit Yoshida Zeit verbringen? Ja. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Ich möchte, dass du dir meine Rede über die Phantomdiebe anhörst. Wir sehen uns auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Bühne ist bereit. Arigato. Danke, ich weiß das zu schätzen, aber... Ich weiß, du willst nicht meine rechte Hand sein, oder? Keine Angst, ich plane keine Tricks. Du kannst gerne darüber reden, dass du fälschlich beschuldigt wurdest. Ich kümmere mich um die Folgen. Ich habe Kuramotos Enkel hier irgendwo gesehen. Er ist sicher gespannt auf die Rede heute. Ich habe seit unserem letzten Treffen nicht mit ihm geredet. Diese Rede sollte als deine Antwort an ihn fungieren. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendeine Partei Tunichgutora unterstützt. Er redet über die Phantomdiebe, oder?
der Typ ist mir sowas von egal. Ich will einfach nur was über die Phantomliebe hören. Yosh. Okay, ich fange an. Tu dein Bestes. Ah. Ja, vor allem, wenn du zusiehst. Minasan. Sie versuchen so einen Wirbel, weil sie die sie verursachen so einen Wirbel, weil sie die Probleme in dieser Welt angehen. Was machst du da, Toranosuke? Mal ganz davon abgesehen, ob ihre Taten richtig oder falsch sind. Eines kann ich mit Sicherheit über die Phantomliebe sagen. Eine echte Überzeugung kann das Herz eines Menschen verändern. Ihr wisst bestimmt alle, dass ich Tunichtgut-Tora bin, dem Unterschlagung vorgeworfen wurde. Vor 20 Jahren war ich ein Idiot. Es ist kein Wunder, dass ich als Politiker als Reinfall galt. Aber wegen dieser Vorwürfe konnte ich das Leid der Schwachen verstehen. Warum bin ich in der Politik? Früher war ich es nur aus Eigennutz. Aber warum verändern die Phantomliebe weiter Herzen? Ich glaube, sie tun es zum Wohle der Welt und ihrer Bewohner. Und da sie für Gerechtigkeit bei anderen sorgen, hatten sie keine Wahl, als sich zu verkleiden. Egal, was die Welt sagt, sie haben meine volle Unterstützung. Ich bin nur ein einfacher Bürger, aber ich werde meine Überzeugung weiter kundtun. Ich werde bei dieser Wahl vielleicht nicht ins Parlament gewählt. Und ich kann in meinen Lebzeiten vielleicht keine Veränderung herbeiführen. Aber ich habe damit meinen Frieden gemacht. Mir reicht es vollkommen aus, der Zukunft unserer Jugend ein klein wenig den Weg zu bereiten. Danke fürs Zuhören. Ich habe die Bühne umsonst bereitet. Du hast also nicht vor, den alten Kuramoto der Unterschlagung zu bezichtigen. Ach. Genau. Sehr leidenschaftlich für jemanden in deinem Alter. Die Leute lachen sich über dich. Die Leute lachen sicher über dich. Ich bezweifle, dass deine Worte irgendjemanden berührt haben. Ich bin vielleicht der Einzige in der ganzen Stadt, der von deinem Vortrag ergriffen war. Matsushita, mach mit deiner Kandidatur weiter. Ich sorge dafür, dass die Partei dich unterstützt. Im Rahmen meiner Möglichkeiten, versteht sich. Auf Wiedersehen. Meine Kandidatur, ja? Was für eine unerwartete Wendung. Die Phantomliebe. Vielleicht liegt das daran, dass du mein Herz angerührt hast. Du hattest einen Sinneswandel. Das muss es wohl sein, aber dennoch habe ich all das dir zu verdanken. Die Phantomliebe, die Macht, das Herz einer Person zu verändern. Ich besitze keine spezielle Gabe wie sie, aber ich habe ebenso viel Überzeugung. Die Sprache ist meine einzige Waffe, meine Stimme, meine Worte, so überzeuge ich die Menschen. Danke, dass du zu mir gehalten hast, Hartnett-Kun. Meine Bindung zu Yoshida vertieft sich. Das haben wir doch gern gemacht. Yoshi. Sein Herz gestohlen zu bekommen, ist gar keine so schlechte Sache. Wenn er Mitglied der Phantomliebe ist, dann... Ups, Selbstgespräche. Noch so eine schlechte Angewohnheit von mir. Aber machen wir Feierabend. Ja. Gut gemacht. Das ging ja schnell. Wer könnte das um diese Uhrzeit denn sein? Ich bin morgen auf Abruf im Versteck. Ehrlich gesagt habe ich etwas Interessantes gefunden. Eine DVD über Gemälde aus aller Welt. Ich habe sie zwar gekauft, aber habe kein Gerät, um sie anzusehen. Und selbst wenn ich eins hätte, in meinem Schlafsaal sind die Grillen so laut. Deswegen wollte ich mir dein Zimmer borgen. Mach dir keinen Kopf, wenn du schon vor was vorhast. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich komme morgen zu dir, ein wenig abhängen, wenn es dir recht ist. Yusuke kommt morgen, ja? Könnte Spaß machen, ein wenig mit ihm herumzuhängen. Ja, brauchen wir aber nicht. Ist halt richtig useless einfach. Also für mich jetzt, weil ich bin im New Game Plus, für euch könnte das halt gut sein, wenn ihr ihn leveln müsst halt. Hey Train, du hast Besuch. Klingt, als wäre Yusuke hier. Komm, gehen wir runter. Nö. Das ist tatsächlich jetzt mal der perfekte Tag. Es ist niemand da, wo wir ins Mementos können. Mhm. Endlich mal. Wir haben einen Tag gefunden, wo wir ins Mementos können. Hat sich gelohnt, nicht ins Mementos vorher zu gehen. Versteckt Dachboden. Let's go. Futabachan wird doch klarkommen, oder? Sich jetzt Sorgen zu machen, bringt zwar nichts. Erstmal müssen wir anfragen, genau. Gut, jetzt sind alle da. Das ist eine gute Gelegenheit, uns nochmal Infos über Mementos-Ziele anzusehen. Wir fangen mit dem hier an.
Die Info betrifft eine Online-Stalkerin, die vor Neid verglüht, weil der Mann, den sie liebt, vergeben ist. Sie ist eine Schulschülerin. Ihre Wahnvorstellungen nehmen Überhand. Sie denkt darüber nach, sie zu töten. Wenn wir sie nicht aufhalten, könnte sie es wirklich tun. Wir müssen uns was ausdenken, bevor das passiert. Einverstanden. Es gibt noch mehr. Jetzt kümmern wir uns um... Diese Info betrifft das Paar, das Kawakami Schüler betreute. Sie sind abscheuliche Menschen. Sie benutzen den Tod des Kindes, um Kawakami damit zu erpressen. Was? Sie zu erpressen ist schon schlimm genug, doch ein totes Kind dazu zu missbrauchen? Das ist der Gipfel. Wir müssen uns darum kümmern. Ich zeige Lady an meine Skills. Okay, sieht so aus, als wären wir alle bereit. Ich habe die Prangerkarte bereits zu unserem Ziel gebracht. Kein Widerspruch, okay? Wir sind bereit, wenn du es bist. Es ist eine einstimmige Entscheidung. Okay, jetzt müssen wir das Ziel nur noch im Mementos vernichten. Okay. Dann wollen wir mal. Nee, Moment mal. Bevor wir ins Versteck gehen, haben wir noch... Wir sind nicht nur Sklaven. Ah, nee, hier müssen wir die Bar machen. Genau, unterirdischen Einkaufszentrum. Da gehen wir jetzt gleich erstmal hin. Und dafür müssen wir auch erstmal jobben. Dann erstmal kurz auf ins unterirdische Einkaufszentrum, bevor wir dann was anderes machen. Wir haben noch ein unbekanntes Ziel, ja? Ich habe im Untergrund-Einkaufszentrum Gerüchte gehört. Wenn du bei deinem Nebenjob Nachforschung anstellen willst, dann tu das am besten im Blumenladen. Okay, das hat alles was mit den Jobs zu tun, dann können wir doch direkt ins Versteck gehen und ins Mementos. Wir werden nämlich später noch genug Zeit haben, die Jobs zu machen, aber jetzt haben wir noch so viel über Tag zu tun mit Yusuke, Makoto und dann später noch Futaba, die dazukommt. Ja, also dann auf das Mementos erkunden. Mal sehen, wie viele Ziele haben wir? 2? Sollten wir dann mal anfangen? Gehen wir. Endlich wieder ein bisschen Action. Ich spüre von unter uns wieder eine Unruhe. Eine Rastlosigkeit. Ach ja, das ist schon einmal passiert. War es nicht so, dass der Meta-Universum Nav... Yep, wir haben was. さあ、超高性能探査レーダーとかに変身できねえの?したら奥までわかりそうじゃん。無理だよ。情報が足りなすぎる。闇雲に動くのは危険ね。車で走り回ってるだけじゃ、拉致が開かんしな。 Mich würde interessieren, was da passiert ist. Wir sollten der Sache nachgehen, Joker. Okay, dann wollen wir mal. Die beiden Ziele sind also hier. Wir werden aber dann im Mementos auch gleich die nächste Ebene abhaken, Alter. Also das wird ein bisschen dauern. Das tiefer im Inneren. Okay. Die beiden Ziele dürften dann tief halt sein. So, Auferstehungsperle. So, alle erreichen einmal ein Level. Danke. Verteidigungsmeister. Automatisches Rakukata zu Beginn des Kampfes. Das ist nicht schlecht. Die Kunda ist aber halt auch nicht schlecht. Wir hauen den Energieschauer weg. Braucht eh kein Mensch den Scheiß.
So, nee, hier geht's leider nicht weiter. Okay, das hat sich leider voll nicht gelohnt. Wow. Und da kommt der Alarm. Ja, ja, das kennen wir mit dem unguten Gefühl. Das werde ich jetzt mit Sicherheit. Das ist immer wieder dasselbe. Dann mal rein hier. So, das heißt hier irgendwo. Ich spüre unser Ziel irgendwo in diesem Bereich. Lasst uns diese Ebene absuchen. Dann gucken wir doch mal. Einfach nur geradeaus, okay. Hm, ich kann das Ziel schon spüren. Sollen wir reingehen? Ja. Die Schatten müssen die Erziehungsberechtigten dieses Schülers sein, Takase. Die zwei scheinen ja echt viel von sich zu halten. Richtig arrogant sehen sie aus. Also erpressen sie diese Lehrerin, Kawakami, mit dem Unfall, bei dem ihr Sohn gestorben ist. Aber Kawakami kann doch nichts falsch gemacht, hat doch nichts falsch gemacht, oder? Wir müssen ihr helfen. Yes. Seid ihr bereit? Los geht's. Geld, Geld, Geld. Zahlt uns euer Geld. Das ist eure Verantwortung. Kleider, Handtaschen, Make-up. Es gibt zu viele Sachen, die ich will. Wer zur Hölle bist du denn? Oh, bist du einer von diesen Phantomdieben? Es macht überhaupt keinen Sinn, mich als Ziel auszuwählen. Ich brauche keinen Sinneswandel. Diese unfähige Lehrerin, sie ist wertlos und kann dankbar sein, mir als Einnahmequelle zu dienen. Du bist unfähig. Still, Kawakami hat's mir versaut. Ich wollte mich an den Leuten rächen durch das mit meinem Sohn. Ich verliere nicht. Ich verliere nicht gegen Eliten wie euch. Natürlich. Na dann, auf. So, okay, so weit, so gut. Das heißt, Atom ist hier eine ganz schlechte Idee. Oh, süß. Und da kam der Schock. Nice! Easy! Hauen wir rein, Alter! Das war's. Ihr seht auch auf mich herab. Tief in euch drin lacht ihr mich aus, oder nicht? Teure Marken, Ästhetikbehandlung. Ohne die lachen die Leute. Wovon redest du? Wir sind grauenhafte Menschen. Unser Sohn Taiki und seine echten Eltern waren anders. Seine Eltern waren beide hohe Tiere bei bekannten Konzernen. Elite haben uns kalt angesehen. Deswegen habe ich unseren Sohn erleben lassen, wie es ist, wenn man kriechen muss. Es war ein gutes Gefühl zu sehen, wie er durch die Arbeit nach und nach zerbrochen ist. Ihr seid grauenhafte Menschen. Deswegen haben wohl alle auf uns herabgesehen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob seine leiblichen Eltern wirklich auf uns herabgesehen haben. Ich war glücklich, solange ich bei Toshio war, aber das habe ich vergessen, dachte nur noch an Geld. Taiki war wirklich ein guter Junge. Das Ehepaar Takase hatte einen Sinneswandel. Ich muss Kawakami zu mir bestellen. Noch ein Fall erledigt. Was jetzt? Wollen wir uns weiter umsehen? Wie viele Ziele sind hier noch? Eins. Okay, was machen wir jetzt, Joker? Gehen wir weiter. Klar, ich habe noch Puste. Ja, die bleibt auch. Willst du von ihr verschwinden? Ja. Die Puste geht ja nicht weg auf einmal. Wir haben ja das SP-Heftpflaster, also ist das ja egal. Das Ziel kommt aus dem nächsten Bereich. Schauen wir uns dort mal um. Wer hätte gedacht, dass das Ziel aus dem nächsten Bereich kommt? Ist ja großartig. Na, Moment.
Das ist Mogamis Schatten. Sie grinst, das ist irgendwie gruselig. Ihr Block ist voll mit ihren schrägen Gedanken. Sie war gefangen in einer kranken Liebesfantasie. Sollten wir nicht was unternehmen, bevor sie jemanden verletzen kann? Natürlich, das machen wir. Was macht ihr, Phantomliebe? Ich weiß, warum ihr es auf Kamoshida abgesehen hattet, aber warum ich? Hey, ich kann es dir nicht verübeln, dass du dich verliebt hast, aber es gibt Grenzen. Du bist die Schlampe, die mir Ikisugi-kun stehlen will. Wen nennst du hier Schlampe? Und ich habe kein Interesse an Ikisugi. Du bist nur eine schlechte Verliererin, die mit Losern und einem komischen Tier abhängt. Was hast du gerade gesagt? Komisches Tier? Redet ihr etwa von mir? Das macht mich wütend. Schnappt sie euch! Okay, wir stellen uns der Romantik mit Sicherheit nicht in den Weg. Können wir die Schwäche von dem sehen? Nö. Wäre geil, wenn ein Glücksschlag durchkommt mit dem Crit. Ach, schade. Schade. Ich bin einfach mal so frei. Oh, der blockt das, ne? Ja, du Lappengesicht, Alter. Oh, oh Mona, Mann. Da kommt der Schock. Wir können jetzt aber leider nur zu dritt angreifen, weil Makoto manipuliert ist. Das heißt, es wird nicht killen. Makoto hat sich fast selbst gekillt, ne? Haben wir irgendwas, was manipuliert heilt? Das wäre ganz schön. Hier, Entspannungsgel. So, jetzt dürfte es aber töten. Oh Mann. Kann er nicht angehen, Alter. So, tschüss. Was? Oh, nice. Let's go. Jetzt dürfte es aber töten, safe. Und das war's. Easy! Easy! Kaguya hat Level 28 erreicht. Nice. Meine Liebe. Meine Leidenschaft. Das war alles falsch. Was ist echte Liebe? Irgendwann wirst du es verstehen. Irgendwann? Und wann bitte? Was soll ich mit den ganzen Gefühlen in mir machen? Sag es ihm persönlich, statt komisches Zeug in deinem Blog zu schreiben. Aber das kostet Mut. Ich habe Angst, aber ich mache es. Bitte warte auf mich, Ikisugi-kun. Hey, mach nur nichts Komisches. Da ist der Schatz. Okay, haben wir noch ein Ziel? Nee, oder wir können das Ziel von Mishima noch gar nicht sehen. Weil wir erst die nächste Ebene freischalten müssen. Gehen wir rein. Es ist offen. Fühlt ihr euch auch immer von der ganzen Welt geliebt, wenn sich hier was öffnet? Nur kurz, dann denke ich eher an die ganzen Wände, die noch vor uns liegen. Alles klar, gehen wir rein. Uff, die Atmosphäre ist schon wieder völlig anders. Mir ist nie aufgefallen, wie gruselig das U-Bahn-Netz sein kann. In der Bahn fällt es einem kaum auf. Ja, vielleicht ist es wie die Dunkelheit im Herzen der Menschen. Stets zugegen, nie bemerkt. Ab hier beginnt ein neuer Bereich. Wir sollten vorsichtig reingehen. Ja, ja, es war sehr dunkel. Wir gehen aber erstmal wieder in die normalen Tiefen.
Weil, Leute, ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir hier mit Mentos weitermachen. Wir haben hier noch ein paar Ebenen vor uns. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich hoffe, wir schaffen es im nächsten Part hier durch. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Persona-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!